Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder Hörgenuss des Monats Zeit. Ja, ihr seht richtig, ihr seid wieder am letzten Donnerstag des Monats hier bei mir angekommen oder ich bei euch, wer weiß. Und neben mir reihen sich natürlich noch die anderen Mädels vom Hörgenuss des Monats ein. Ihr habt heute, wenn ihr uns alle abonniert habt, eine wunderbare Abo-Liste zum Ansehen mit Hörbuchtipps, Buchtipps, Podcast-Tipps, was auch immer bei euch auf den Ohren kommt. Natürlich sind es nicht immer nur Geschichten, die es zum Hören gibt. Hörbuchtipps sind in der Regel ja auch Buchtipps. Also wer nicht so gerne hört, kann natürlich in den meisten Fällen auch auf das geschriebene Buch zum Lesen zurückgreifen. So rum, hi, heute irgendwie Wortfindungsstörung, aber ich glaube, das ist weiter gar nicht so schlimm. Allerdings gilt dieser Tipp oder dieser Hinweis heute nicht bei meinem Tipp, denn ich habe heute einen Podcast-Tipp für euch. Einen absoluten Hörgenuss, der mich so seit Mitte, Ende Januar begleitet und gefühlt auch durch den ganzen Februar gebracht hat. Und ich bin jetzt endlich aktuell. Jacka! Ja, es geht um Hagrids Hütte. Ja, jetzt können natürlich alle nicht Harry Potter Fans gefühlt schon abschalten, aber gibt es überhaupt Leute, die Harry Potter nicht mögen, die Harry Potter nicht gesehen, gelesen oder was auch immer haben? Also das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren da lassen. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und bei mir gibt es also heute einen Podcast-Tipp. Was bei den anderen Mädels zu sehen ist, das findet ihr unten in der Infobox. Wir haben ja auch die Playlist, die immer verlinkt ist in der Infobox. Und ihr findet alle Infos unten wie gewohnt. Ja, heute geht es um Hagrids Hütte. Ein Podcast, der jetzt 15 oder 16 Folgen hat, also auch noch relativ frisch ist. Und der Podcast ist von Manu und Michel. Zwei Jungs, absolute Nerds, die Harry Potter noch mehr und besser und tiefer kennen wie ich. Und das mag tatsächlich was heißen. Ich bin ja doch immer ein bisschen verrückt, wenn mich eine Welt fasziniert, sei es Mittelerde oder dann eben auch Hogwarts und die Zauberwelt von J.K. Rowling. Man muss tatsächlich sagen, dass dieser Podcast nur was für eingefleischte Fans ist, beziehungsweise zumindest all jene, die schon alle Filme gesehen haben und auch alle Bücher mehr oder weniger kennen. Also entweder oder. Denn die beiden Jungs spoilern Gewalt. Jeder ihrer Podcast-Folgen beschäftigt sich mit einem Kapitel aus dem Buch. Wir haben also mit Harry Potter und der Stein der Weisen begonnen. Die ersten zwei, drei Folgen haben sie noch immer zwei Kapitel geschafft. Mittlerweile ufern die Gespräche zwischen den beiden so aus, dass sie locker eine Stunde, eineinhalb über ein Kapitel in Harry Potter sprechen. Also es dauert im Grunde länger, beiden zuzuhören, als dieses Kapitel dann auch zu lesen. Sehr faszinierend. Und die beiden nehmen Harry Potter wirklich auseinander. Sie besprechen Szenen, Dialoge, machen natürlich auch ein Foresharing, was das vielleicht nochmal Wichtigkeiten sind in anderen Bänden, in anderen Geschehnissen. Was macht vielleicht auch überhaupt keinen Sinn? Welcher Moment wird dann in der Zukunft vielleicht sogar irgendwie verändert oder was auch immer? Also man sollte entweder alle Bücher kennen oder mindestens eben alle Filme, damit man möglichst wenig gespoilert wird. Das muss man ganz klar sagen, denn das tun die Jungs und das gefühlt ununterbrochen. Und damit meine ich nicht, ich möchte jetzt gar nicht so spoilern, aber es gibt so Momente, wo man sich denkt, ja, das wäre mir auch so aufgefallen. So ein Bewandtnis hatte ich ja auch in Harry Potter und Concert, wo der neben mir doch recht gut festgestellt hat, wer wann vielleicht irgendwie mal mit irgendwem irgendwie zusammen ist oder auch nicht. Und ich mir dachte, ja, gut, dass du sagst. Ich hab's schon vergessen. Aber Manu und Michel, zwei junge Männer, die im Grunde ähnlich wie Harry und Ron miteinander verwandt sind. War das jetzt ein Spoiler? Vermutlich. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ja, also jeder, der jetzt weiß, wie das vielleicht irgendwie funktioniert, ja, der kann sich das bei Manu und Michel jetzt auch vorstellen. Und sie sind schon lange, lange befreundet, haben eine lange Harry Potter-Vergangenheit und beschäftigen sich doch sehr intensiv damit. Nicht nur mit den Kapiteln, die sie gerade gelesen haben, sondern haben auch sehr viel Nebenlektüre gelesen, folgen J.K. Rowling auch auf Twitter und Pottermore und wie diese ganzen Seiten heißen, wo man Zusatzinfos irgendwie zu dieser Welt bekommt. Und das flechten sie immer sehr wunderbar in ihr Harry Potter-Wissen ein. Beide finde ich super sympathisch.
sympathisch, sehr lustig, sehr nerdig und einfach, ja, es macht einfach Spaß, ihnen eine Stunde zuzuhören, wie sie über ein Kapitel sprechen, in dem gar nicht so viel passiert, aber alleine, dass sie da irgendwie von Punkt 1 zu 2 zu 10 zu 100 kommen, das ist faszinierend. Und ich selbst bin ja auch sehr nerdig und ich komme auch gerne von einem ins andere und kann ja gefühlt auch verschiedenste Nachbarschaften in Mittelerde im Auenland beschreiben. Und so ähnlich funktionieren die beiden auch. Und die sind aber noch eine Spur nerdiger wie ich. Und das finde ich so großartig. Das treffe ich im wahren Leben nie. Gefühlt ist da, also ansatzweise vielleicht mit nerdig, aber nie nerdiger. Und ich finde es einfach großartig, da so ein paar, ja, noch verrückteren Menschen einfach zu lauschen, die das Thema noch cooler finden, noch intensiver leben und einfach noch viel, viel mehr Infos dazu haben. Man bekommt wirklich eine Buchbeschreibung, man bekommt eine Kapitelbeschreibung und am besten liest man gefühlt das Kapitel vorher mit, beziehungsweise erinnert man sich ja gegebenenfalls auch an einiges oder wird eben dadurch auch in Erinnerung wiedergebracht, Dinge, die man vielleicht vergessen hat, weil man ja die Bücher vor 2, 3, 4 Jahren gelesen haben. Ich bin sehr gespannt, wie sie das weiterhin machen, denn sie haben ja schon selbst irgendwie, das sind rund 200 Kapitel, die es zu besprechen gibt in den 7 Bänden und ich bin sehr neugierig, ob wir jetzt wirklich 4 Jahre da sitzen werden und dem Podcast folgen, denn sie laden wöchentlich hoch und das finde ich auch sehr cool, so eine Regelmäßigkeit zu haben, das finde ich richtig, richtig toll und jetzt haben wir fast Teil 1 durch. Ich glaube, es ist noch eine Folge, 2, ich weiß gerade nicht und ich freue mich drauf. Ich finde das mega, ich freue mich jetzt, wo ich aktuell bin, darauf, dass jetzt jede Woche eine Folge kommt, so konnte ich natürlich alles wegsuchten, was da war, aber ich freue mich drauf. Ich bin total gespannt, wie das weitergeht, wie sie ja immer noch nerdiger werden, dann immer mehr Dinge passieren, Fragen sich stellen, Fragen, die auch nie beantwortet werden, also wo man eben auch als Nerd sagt, da gibt es keine Antwort und wie sie damit umgehen, was vielleicht noch für Dinge aus der Harry Potter Welt so ans Licht kommen durch die beiden, ich freue mich da mega drauf. Ich höre ihnen unfassbar gerne zu und habe ihnen auch sehr, sehr viel Zeit in diesem Monat gegeben und deswegen war eigentlich relativ früh, so vor 1, 1,5 Wochen klar, als ich mich mit dem Hörgenuss beschäftigt habe, ja, eigentlich kann es nur dieser Podcast sein, denn ich habe bis jetzt zumindest kein Hörbuch gehört, was mich so begeistert hat, so gefesselt hat und ich einfach großartig fand. Mein Podcast-Tipp ist definitiv Hagrids Hütte für diesen Monat und natürlich immer als Buchtipp Harry Potter in allen 7 Bänden mit den fantastischen Tierwesen, mit den Nebengeschichten, mit dem Märchen von Beedle, dem Baden und der Geschichte von Hogwarts und wie man Quidditch spielt und fantastische Tierwesen, das Sachbuch und ja, alle Bücher, vor allem auch die illustrierten Ausgaben. Und ich kann auch die Hörbücher empfehlen. Die finde ich ja auch absolut großartig. Ja, diesmal ein Hörgenuss des Monats, der jetzt nicht für Leute ist, die dann lieber zum Buch greifen. Das geht bei dem Podcast leider nicht. Aber wer gerne hört, wer gerne Podcast hört und ich denke mal, sie sind auf allen gängigen Plattformen auch zu finden. Ich höre auf Spotify. Ich packe den Link und auch ihren Instagram-Account mal unten in die Infobox. Schaut bei den Jungs vorbei. Ich finde es wirklich großes, großes Kino und werde auch zukünftig auf jeden Fall Spaß haben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was der Rest vom Hörgenuss des Monats so empfiehlt, welche Buchtipps dabei sein werden. Ich werde dann jetzt in meine Abo-Box mich verzaubern, mich verhexen, hineinzaubern und mich auf die Videos freuen. Schaut auch ihr gerne vorbei. Wir sind ja immer am letzten Donnerstag des Monats hier und stellen euch etwas für die Ohren vor. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.